Ja, guten Tag miteinander. Willkommen. Wir probieren heute etwas ganz Neues. Mein Name ist Jonathan Kreutner, Generalsekretär vom SIG und versucht mal ein virtuelles Gespräch und mit keinem anderen wie mit dem Thomas Meyer, mit dem bekannten Schriftsteller, mit dem ich mich schon doch zweimal hat's können angeregt unterhalten und zufälligerweise hat er auch ein neues Buch geschrieben. Das ist das schöne Büchli da. Was soll an meiner Nase bitte jüdisch sein? Ich habe es gelesen, sogar zweimal. Und wenn ihr wollt wissen, wieso ich es sogar zweimal gelesen habe und es immer noch gut finde, wir werden sicher später Gelegenheit haben, darüber zu reden. Aber zuerst, Thomas, für all die, die dich nicht kennen, wer bist du? Das ist meine Lieblingsfrage. Roger Schawinski hat sie mal gestellt. Und ich hatte jetzt schon nicht gewusst, was ich soll sagen. Mein Name ist Thomas Meyer. Ich bin Schriftsteller aus Zürich. Und ich bin Vater von meinem 9-jährigen Bub, der Levi heisst. Das ist super. Das bin Das ich. finde ich schön. Das ist auf den Punkt gebracht. Aber dann versuche ich es ein bisschen präzisieren. Was ist denn Judentum für dich? Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr aus dem Vollen schöpfen. Oh, da, ja, da, zumindest länger Ah, reden. das ist gut. Das Judentum ist für mich eine Gemeinschaft. Es ist in dem Sinn eine Schicksalsgemeinschaft, weil es ist ja nur in Ausnahmefällen freiwillig gewählt. In den allermeisten Fällen ist es in die Wiege hineingelegt. Und in die Wiege innen wird ja nicht nur eine Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft geleitet, also eine Memberkarte, wenn man so will, sondern es wird ja auch eine ganze Geschichte und halt eben auch ein Schicksal hineingelegt. Und das ist für mich, ich glaube, wie für uns alle, also uns alle jüdischen Menschen so gewesen. Du wirst geboren, entwickelst ein Bewusstsein und relativ zügig sagt dann deine Mutter, du bist jüdisch, weil ich jüdisch bin. Und mit dem kann man ja zuerst mal gar nichts anfangen. Also frommere Menschen natürlich schon, weil das ja dann auch ihr Leben prägt, aber bei uns ist das in dem Sinn sehr abstrakt gewesen. Mein Vater ist nicht jüdisch gewesen, meine Mutter schon, das haben sie mir dann erklärt. Aber ich habe gedacht, ja, also was heißt das jetzt? Also, ich sehe keinen Unterschied. Und wir haben Weihnachten gefeiert. Meine Mutter hat aber auch zu Chanukka Kerzen angezündet. Zu Pessach hat es die tolle Speise gegeben. Zwiebel mit Ei. Mir ist jedes Mal schlecht geworden, aber ich habe es immer super gefunden. Also ein Teil von der Familiengeschichte ist so geprägt gewesen. Und natürlich Jiddisch, großes Thema. Und meine Urgroßmutter, mütterlicherseits aus Polen, die hat Jiddisch geredet. Das war ihre Sprache gewesen. Und somit ist die Muttersprache von meiner Großmutter Jiddisch gewesen. Und entsprechend hat sie viel Jiddisch geredet. Meistens ein bisschen wüst. Das habe ich natürlich super gefunden, dass mein Wortschatz in die Schublade von meinem Wortschatz so geprägt worden ist. Was ist denn Und die? nachher habe ich natürlich auch relativ zügig festgestellt, dass alle anderen sind überhaupt nicht jüdisch. Erstens. Und zweitens, kennen die Juden, aber super. Was ich jetzt schon interessant fand, aber also wir sind offenbar auch wenig, aber ihr kennt die ja. Das ist noch interessant. Und die Meinung ist ja, muss ich leider sagen, meistens nicht so eine gute. Ja, also ich finde es noch interessant in dieser Frage, was ist Judentum für dich? Hast du so viel reingepackt? Du hast gezeigt, dass du Familienvater bist, hast sehr viel mal deine Mutter erwähnt, das habe ich sehr interessant gefunden. Unumgänglich. Unumgänglich, genau. Jetzt, du hast auch Weihnachten erwähnt. Ich finde es einfach spannend. Ich habe gestern meiner 3-jährigen Tochter gesagt, dass ich jetzt heute mit dir ein Interview führen werde. Jetzt hatte ich keine Ahnung gehabt, wer du bist, wie anders zu erwarten natürlich. Und gesagt, ich rede mit dir über Judentum auch ein bisschen und was ist jüdisch. Und dann habe ich gesagt, was ist eigentlich jüdisch für dich? Und dann hat sie gesagt, weißt du, jüdisch ist, wir feiern keine Weihnachten und essen kein Schweinefleisch. Was würde jetzt dann dein Sohn sagen? Ich glaube, er würde sagen, ist mir egal. Das Er ist hat eine geil. sehr eine digitale Haltung. Entweder er findet etwas super oder es ist ihm wirklich egal. Das kann ich ein bisschen von mir, merke ich jetzt gerade. Ja, er würde, glaube ich, sagen, ja, mein Vater ist jüdisch.
Und mehr weiß er, glaube ich, gar nicht unbedingt. Er weiß, dass es sehr viele Menschen gibt, wo Juden blöd finden. Und das ist etwas, wo er blöd findet. Er hat eine sehr dezidierte politische Haltung mit seinen Neunen, die mich immer wieder beeindruckt. Ich lese einmal den Spiegel und da war ein Artikel über die QAnon-Idioten. Und dann hat er mich gefragt, was ist das? Weil er hat dann ein Foto gesehen von irgendeinem. So einem von denen mit so einem Q-T-Shirt. Und dann habe ich versucht, ihm das zu erklären. Ich habe gesagt, es gibt in Amerika und halt mittlerweile auch in Europa gibt es Leute, die glauben, dass mächtige Menschen Kinder gefangen behalten, um ihr Blut zu trinken. Und dann hat er gesagt, wie blöd sind die? Wie kann man so einen Scheiß glauben? Und ich fand, ja, okay, er hat es schon begriffen mit 9. Die anderen sind deutlich älter und sehen es nicht. Und also da ist er sehr stark, oder er findet es wirklich daneben, dass man Leute verurteilt, verfolgt, diskriminiert, weil sie sind, wie sie sind. Interessant vielleicht, dass sie beide Kinder eine negative Assoziation gemacht haben. Also dein Sohn eben über die Abgrenzung, über das Judentum. Meine Tochter hat gesagt, das, was man nicht macht. Aber beide haben nicht eigentlich sich selber irgendwie gesagt, das, was sie eigentlich selber sind. Dabei, wie du gesagt hast, eben, gibt das ja eigentlich die Mutter weiter. Ein bisschen mein Lieblingsthema natürlich, so ein bisschen die jüdische Mama. Ich würde jetzt gerne einfach vielleicht, dass wir mal so alle Stereotypen auspacken, die wir haben. Ich glaube, das dürfen wir, solange sie nicht zulassen, unsere Mütter. Also ich hoffe es mal, sie werden es nie hören. Was ist für dich eigentlich so eine jüdische Mutter? Jonathan, unumgänglich. Es gibt doch die Presse, ich weiß nicht, was das ist, aber die Argus, die Pressemeldungen sammeln. Ja. Und meine Schwester sagt über unsere Mutter, die sagt schneller und genauer als Argus. Okay. Das ist tatsächlich so. Kaum ist von mir irgendwo etwas publiziert, kommt auch schon ein super gemacht von meiner Mutter, ein SMS. Und ich frage mich auch, das kann gar nicht sein, dass du das schon. Wie machst du das? Meine wird das finden. Okay, das. Und dann deiner schicken. Okay, das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Ich glaube, wir wechseln also, lieber mit dem Thema. Stereotypen. Wir leben mit den Stereotypen über die Mütter, tun wir jetzt mal auf die Seite tun. Das fände ich jetzt sonst ein bisschen, komme ich sonst ein bisschen Angst über. Nein, aber du sagst ja eigentlich in deinem Buch, das Judentum sagt eigentlich, glaube du sagst, es ist nie eher eine Glaubensgemeinschaft. Und doch sagst du eben, Religion hast du ja nicht so viel am Hut und Identität ist dir wichtiger. Was ist jetzt das Judentum eigentlich? Ethnie oder Glaubensgemeinschaft oder also, beides? Ethnie ist es ja schon gar nicht, oder? Mhm. Weil es ja nicht an einen Ort gebunden ist. Eine Glaubensgemeinschaft ist es auf jeden Fall, aber halt eben nicht nur. Es ist auch eben eine Schicksalsgemeinschaft und generelle Gemeinschaft und es ist eine Identität. Mhm. Und ich glaube, dort greift es für mich am meisten. Und ja, sag jetzt mal, ja, vielleicht die negativ. Natürlich ist der ganze Verfolgungsscheiß im höchsten Maß negativ, aber in dem innen hat es für mich auch etwas mit Würde und Kraft zu tun. Also die Gegenwehr gegen den Antisemitismus ist ja nicht nur eine mühsame Reaktion, wie zum Beispiel ich muss mein Fenster putzen alle 3 Monate, sondern es ist auch eine positive Aggression. Oder? Da ist etwas, was nicht in Ordnung ist und wir stehen entgegen. Und das ist für mich nicht negativ. Es ist vielmehr eine Aufgabe, die wir halt auch nicht teilen, aber es ist eine kraftvolle Aufgabe. Jetzt sind ja Fragen etwas ganz Wichtiges für dich. Das heißt, du glaube auch in deinem Buch, das habe ich jetzt gelernt von dir, dass du Fragen ganz wichtig findest. Und du hast auch ganz interessante Fragen in deinem Buch. Jetzt mal eine Frage, einfach jetzt mal umgekehrt. Verzeih mir, wenn ich es dann nicht mehr so ganz weitergeben kann. Du sagst, was würdest du jetzt machen, wenn du verhext oder verzauberten Hummus würdest essen und am nächsten Morgen wärst nicht jüdisch? Was wäre anders für dich? Also, zum schnell den Zuschauerinnen und Zuschauern helfen. Ich habe da tatsächlich einen Fragebogen gemacht. Umfrage heisst das, mit Fragen
rund ums Thema Antisemitismus. Habe ich eigentlich am Schluss wollen tun. Mein Verleger hat dann richtig gesagt, nein, das musst du ganz am Anfang tun. Weil am Schluss haben alle eigentlich die richtigen Antworten. Und dann tust du sie nicht mehr herausfordern. Du musst es am Anfang stellen, das habe ich gemacht. Und eine Frage ist tatsächlich, hey, du hast verhexten Hummus gegessen und verwachst am nächsten Morgen als Jude. Und zu allem Übel siehst du auch noch genauso aus, wie du dir einen vorstellst. Was wäre für dich jetzt alles anders? Und das ist natürlich sehr interessant, dass du die Frage jetzt umkehrst. Hey Thomas, du hast verhext, was ist ein typischer Goi-Speis? Keine Ahnung, Weihnachtsgutzli, keine Ahnung. Weihnachtsgutzli, okay, du hast verhext die Weihnachtsgutzli, Mailänderli gegessen. Mailänderli. Koscheri vielleicht noch. Du hast verhext die Mailänderli gegessen und verwachst als Nicht-Jude. Was wäre für dich jetzt anders? Schöne Frage. Ja, in erster Linie nicht so viel. Nachdem ich ja schon nie in die Synagoge gegangen, würde ich weiterhin nicht in die Synagoge gehen. Nachdem ich mich bereits nicht fromm kleide, würde ich das weiterhin machen. Nicht machen. Aber ich habe mir das lustig, wie es gerade letztens überlegt, was wäre eigentlich, wenn das nicht wäre, wäre ich dann weniger, würde ich weniger auf Diskriminierung schauen, weil das ist ja etwas, wo der dann nicht nur den Antisemitismus betrifft. Oder? Also man findet das dann in allen Disziplinen unangenehm. Ich finde auch Blondinenwitz total blöd. Auch die Lustigen. Weil es halt einfach wirklich abwertet. Und da habe ich mich auch gefragt, ja, hätte ich überhaupt den Impuls so stark gehabt als Nicht-Jude? Und wenn ich jetzt plötzlich nicht mehr jüdisch wäre, was würde ich dann mit meinen jüdischen Büchern machen? Wären die dann auch weg, in deiner Hypothese? Das ist eine gute Frage. Ich weiss, das ist eine gute Frage. Die würden dann so wegploppen, verschwinden wahrscheinlich. Aha, weil wenn es mal da wäre, würde ich glaube einfach so tun, als wäre ich weiterhin jüdisch. Das klingt aber sehr kreativ. Ja. Ich glaube, mir würde etwas fehlen. Ja. Ich glaube, ich würde... Das Judentum hat ja so etwas Wärmendes auch, oder? Das habe ich bei dir festgestellt. Ich habe dich nicht gekannt. Und ich habe mich dir aber näher gefühlt, weil ich gewusst habe, das ist auch ein jüdischer Mann aus Zürich. Wo, wenn ich ihm das Buch schicke, versteht, von was ich rede. Was ich auch gewusst habe, ist, ich habe etwas nicht zu befürchten, was ich leider, es ist nicht meine Schuld, wirklich nicht, aber es ist eine Tatsache, leider befürchte ich das bei allen nicht-jüdischen Menschen, oder zumindest wirklich fast allen, dass irgendeine dumme Bemerkung kommt, ein blöder Witz, eine unbedachte Aussage, vielleicht irgendein Verschwörungsscheiß. Das ist von einer Sorge zu einer Angst geworden mit den Jahren. Nochmal, nicht missverschulden. Und irgendwann wirklich zu einer ausgewachsenen Neurose. Also ich kann nicht mehr angstfrei jemandem begegnen, der nicht jüdisch ist. Weil ich davon ausgehe, dass mit einer ziemlich grossen Wahrscheinlichkeit über kurz oder lang eine blöde Bemerkung kommt. Und natürlich habe ich mit diesen Büchern, der Wolkenbruch ist ja ein unterhaltsames Buch, das hat dann viele Leute, leider auch in meinem Umfeld, in meinem direkten, legitimiert, in ihren Augen Judenwitz zu machen, blöde Sprüche. Ich mache es ja auch, ist ihre Erklärung dann gewesen. Und ich habe gefunden, nein, mache ich nicht. Und du darfst auch sonst nicht. Also dann ist das noch, hat sich das noch verstärkt. Oder? Und durch die Corona-Sache ist jetzt das noch weiter genährt worden, weil jetzt habe ich nicht nur Angst, dass sie irgendeine dumme antisemitische Bemerkung machen, sondern dass sie auch mit irgendeinem Corona-Lügner, Anti-Regierungs-Verschwörungskack kommen. Was ja auch noch leider auch noch so gut zusammenpasst. Oder? Also ich bin mit meiner Partnerin letztes Wochenende im Hasliberggebiet gewesen und da sind wir in die Gondeln eingestiegen und dort hat es schon andere Leute gehabt und sie haben über Corona geredet. Und ich bin so dort gesessen, weil ich gefunden habe, okay,
überstehe ich die 7 Minuten bis zur Gipfelstation, ohne dass irgendjemand einen Scheiß sagt. Wirklich, ich kann nicht mehr mich normal bewegen unter Leuten. Also. Und das ist natürlich, wenn ich mit dir rede, dann habe ich das nicht. Ich weiß als Gewissheit, als emotionale, seelische Gewissheit, ich kann 5 Jahre mit dir reden und es wird nie so ein Spruch kommen. Und das gibt mir ja auch eine Sicherheit. Oder? Also, ich kann dir versichern, du bist viel weniger neurotisch wie ich. Ich würde nicht einmal in eine Gondel einsteigen jetzt in Corona-Zeit. Also da bist du mir vieles voraus, wenn du in eine Gondel einsteigst mit vielen Leuten zur jetzigen Zeit. Es sind nicht viele gewesen und sie haben natürlich auch alle Masken getragen. Das war okay. Eine halbe Besetzung gewesen und die sind da gesessen und ich da. Das ist, ich habe mir nicht wegen dem Angst gehabt, ja. Sondern einfach wegen, eben, es ist eine mentale Angst. Ja. Wer sagt als nächstes einen Scheiß? Und das habe ich ja da hinten, ja. Habe ich ja an ganz am Schluss den Satz von meiner Mutter. Ich habe gefragt, wie sie dann ihre Lebensabend gestalten möchte. Weil ich habe bei meinen Großeltern gesehen, die sind lange sehr fit gewesen und man hat, und das ist glaube ich ein Fehler, den alle Familien machen, man hat das Gefühl gehabt, ja, wir müssen uns nicht mit dem beschäftigen. Und irgendwann ist dann halt wirklich ein Thema geworden und dann hat man gemerkt, man hätte schon lange müssen mal über das reden, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und nicht einfach, dass man nachher muss reagieren in eine bestimmte Richtung. Also ich habe die Frage gestellt. Und sie hat gesagt, sie will in ein jüdisches Altersheim, das sei für sie wirklich wichtig, weil ich will wenigstens am Ende von meinem Leben nicht dauernd und Angst haben müssen, dass jemand einen antisemitischen Spruch macht. Das sagt alles. Das sagt wirklich alles. Und ich kann zu dem relatieren und du auch. Und ich glaube, jeder jüdische Mensch kann das. Das ist, du willst einfach die Angst nicht. Das ist eine schreckliche Angst, oder? Und ich finde es interessant, dass immer wieder so die Frage diskutiert wird, ja, an was liegt denn das? Und es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, ihr seid selber schuld. Dann gibt es die, die finden, ja, ihr seid schon ein bisschen mitschuldig. Dann gibt es die, die es so ein bisschen seltsam verklausulieren, und sagen, ja, das ist der Neid auf die Juden, weil die haben. Und dann kommen lauter so antisemitische Klischee. Aber das ist ja nicht wahr, oder? Das Problem ist ein nicht-jüdisches Problem. Das muss man schon einmal deutlich sagen. Das ist eine Erfindung von Nicht-Juden, die kultiviert wird von Nicht-Juden. Ja, jetzt sind wir wieder so mitten in dem Thema Antisemitismus, aber für jemanden, der gerne Fragen fragt, du hast mich eigentlich auch gar nichts gefragt, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ja, du bist mir zuvorgekommen mit eigenen Fragen. Ich wollte fragen, was ist denn Judentum für dich? Auch eine sehr spannende Frage. Das habe ich mich auch als Teenager immer gefragt. Für mich ist es sicher eine Tradition, Geschichte. Es hat aber auch sicher die ganze Familiengeschichte, die dahinter gehört. Sicher aber auch religiöse Traditionen, die für mich wichtig sind. Zum Beispiel? Ja, also eben, ich feiere jüdische Feiertage seit Kind, auch gewisse Speisregeln sind mir wichtig, gewisse Sachen, eben, ich faste ziemlich konsequent Yom Kippur, mache Yom Kippur gar nichts, das ist für mich so wirklich so heilig. Und das ist etwas, was sehr viel mit Tradition zu tun hat, mit Familiengeschichte zu tun hat. Das habe ich vielleicht auch übernommen von meinen teils säkuläre Großeltern, wo das auch immer sehr wichtig war. Ich weiß, ich hatte eine Großmutter, die ist zwar sehr ultra-religiös aufgewachsen, aber sie ist nachher areligiös gewesen, wirklich antireligiös, und sie hat immer gefastet an Yom Kippur, immer gefastet. Und ich bin immer so, hatte ich so ein bisschen gefoppt und gesagt, du, wieso? Du bist ja areligiös und du haltest nichts von der Religion, du setzt keinen Fuß in eine Synagoge, aber an Yom Kippur fastest du. Und dann hat sie so mit ihrem Jiddisch-Hochdeutsch mir gesagt, was willst du? Ich faste nicht, ich esse nur nichts. Und das hat alles ein bisschen getroffen. Sie hat, für sich ist das kein Fasten gewesen, sie hat einfach nicht gegessen, weil sie einfach nie gegessen hat an Yom Kippur. Und das ist mir geblieben, dass es wie so Traditionen gibt, geschichtlicher Art, und das ist mir wichtig gewesen. Ja, es ist sicher auch durch die Familiengeschichte, sage ich jetzt mal, beeinflusst. Und
Das ist etwas, wo über Generationen so einen prägt. Und darum kann ich dich auch so gut nachvollziehen. Es ist wirklich prägt. Wir sind jetzt halt beide Eltern jüdisch in dem Sinn. Also habe ich es von beiden Seiten volle Wucht gehabt. Und mein Vater ist auch ein bisschen eine jüdische Mama. Also habe ich eigentlich zwei jüdische Mamas gehabt. Also das ist schon eine relative Wucht an Identität, die dann reinkommt, die einem auch prägt, unabhängig jetzt, sage ich jetzt mal, von der Intensität vom Glauben. Und warum wirst du nervös, wenn wir darüber reden, dass möglicherweise deine Mutter könnte das Gespräch vorfinden? Weil der erste Vorwurf war, du hast mir nicht gesagt, dass es stattfindet. Wieso hast du es nicht gesagt? Hast du nicht wollen, dass ich stolz bin? Das ist der Vorwurf, der dann kommt. Es ist sicher die Frage, was hast du jetzt wieder gesagt über unsere Familie, über deine Großmutter? Jetzt habe ich gerade etwas Blödes gesagt. Nein, also das so. Es ist schon, also die jüdischen Mütter haben schon einen rechten Einfluss, also auch die Väter. Es ist ein familiärer Einfluss, auch innerhalb von der Familie, finde ich schon extrem. Also auch über meine Großeltern kann ich mich echt erinnern, wie da Sachen vorgegeben worden sind. Es ist Geschichte, die über Familien weitergetragen wird, auch weiter tradiert wird. Das finde ich auch so schön. Also mein anderer nicht religiöser Großvater hat immer gesagt, Judentum ist wie so eine Kette mit ganz vielen so Teilen dieser Kette und jeder tut wie ein anderes Teil dazu, wo irgendwie eine Kette gibt, obwohl es mit dem Anfang nicht mehr viel zu tun hat, aber es ist eine Kette und die hebt über Generationen miteinander, ganz egal, wie man in seinem Kreis dann eigentlich lebt und was man damit macht. Das ist so. Ich finde allerdings, dass vieles von dem, was du jetzt gerade erwähnt und beschrieben hast, ja kein jüdisches Monopol ist. Also dominante Mütter mit Hang zu krankhafter Einmischung, das sieht man ja überall. Oder? Und die englische Wikipedia-Seite zu Jewish Mother Stereotype beschreibt das ja sehr schön. Das ist zwar ein Topos, wo jüdische Comedians gerne bespielen, logischerweise, aber was sie ja machen, ist, sie karikieren eigentlich die Mutter. Oder? Mhm. Es ist eine Übertreibung von der Mutter, nicht von der Jüdin. Das finde ich so spannend. Also man redet ja auch von der italienischen Mama, von der lateinamerikanischen Mutter und offenbar gibt es da etwas, was immer wieder erscheint, überall. Aber eine Etikette, verschiedene Etiketten hat und eine davon ist eben die jüdische Mutter. Und ähnlich ist es ja beim jüdischen Humor. Also das höre ich ja immer wieder, der jüdische Humor, euer Humor ist so gut, der jüdische Witz. Lustigerweise gehört man es eigentlich nur von Nichti, oder? Das, der jüdische Humor. Oder? Die haben dann so eine Wahrnehmung, offenbar, da wird eine Schnittmenge, die eigentlich arbiträr ist, festgestellt. Lustig, jüdisch. Und die Schnittmenge daraus ist dann, aha, das ist eben der jüdische Humor. Und ich habe immer wieder nachgefragt, was heisst denn das für Sie? Und ich finde, das gibt es nicht. Es gibt auch keinen britischen Humor, es ist einfach Humor oder nicht. Oder? Und wenn du das Wort verfolgst, etymologisch, dann geht es ja darum, ist jemand trocken oder humorvoll, also hat er Saft. Oder? Wie mit den Zigarren, sind sie im Humidor oder nicht? Und ich habe mich dann angefragt, was heisst denn das? Und dann sagen sie, ja, die Selbstironie, finde ich ja, das können die anderen ja auch. Es ist jetzt also keine jüdische Eigenschaft. Ja, aber die Art, über sich selber zu lachen, ja, das ist Humor, aber das ist nicht jüdisch. Und dann geht es dann eben weiter, ja, aber doch, ihr könnt über euer Schicksal lachen. Ja, aha, dann sind wir lustig wegen dem Holocaust. Also vor 1945 keine lustige Juden gegeben. Was ist das für eine Logik? Ich verstehe es nicht. Ja, das ist eben genau das. Ich finde, ich bin absolut mit dir die eine Meinung, jüdischer Humor als Begriff gibt es nicht. Aber, und viele Leute, wenn sie auch lustig sind, böserweise, meinen sie es gar nicht so als Humor, sondern es ist bitter ernst für sie. Also, ja. Es ist halt Realsatire, es ist der Alltag, der einen prägt. Man nimmt vielleicht gewisse Sachen dort anders formulieren und das wird von außen als jüdischer Humor dann wahrgenommen. Ja. Das ist einfach Galgenhumor, oder? Oder Sarkasmus.
ja, vielleicht mehr Sarkasmus manchmal. Das ist sowieso ein heilender Humor. Ich weiß auch nicht, wie man dem dann sagt. Ja, ich finde das, also ich finde Humor ja sowieso heilsam, oder? Jetzt finde ich es eigentlich toll, dass du mit mir redest. Ich bin ja vom organisierten Judentum da der Vertreter und du hast ja gerade gesagt, das stößt dich ab. Was macht das eigentlich da so uncool? Aber du redest ja doch mit mir, ich weiß ja nicht. Ich finde es selbstverständlich. Rede ich mit dir, ich rede mit allen. Ich bin vor 20 Jahren ist das gewesen, habe ich mal, dort hat es ja die Chatrooms gegeben. Ja. Da noch keine Smartphones und kein Messenger-Dienst und so, sondern, also wenn du andere Leute kennenlernen willst, wir sind im Chat und ich habe dort ziemlich viel Zeit verbracht. Und, das war ein gutes Jahr für mich, um Frauen kennenzulernen, weil ich bin nie in einer Bar eine Ansprechertyp war. Und dort hat es einmal Neonazis gehabt. Und ich habe sogar mal zwei von denen getroffen. Also ich hatte da keine Berührungsängste. Und mit jüdischen Menschen habe ich sowieso keine Berührungsängste. Wieso auch? Und jetzt hast du es ein bisschen plakativ formuliert. Wieso findest du uns so uncool? Das habe ich gar nie gesagt. Das stimmt auch nicht. Was ich uncool finde, ist tatsächlich, alles Vereinshafte. Das geht bei mir so weit, dass ich Familien als Verein finde und uncool finde. Aber ich habe einfach eine extrem starke Aversion gegen Routinen. Und Strukturen, die ich als einengend empfinde, weil sie implizite und explizite Regeln haben. Lustigerweise habe ich mit dem Militär gar keine Mühe gehabt. Das habe ich immer super gefunden. Einfach auch sau lustig. Ich habe wirklich eine sehr gute Zeit im Militär immer. Gerade auch, weil das wiederum eine Struktur ist, die dich ja zwingt, mit Leuten dich nicht nur zu unterhalten, sondern mit ihnen zusammenzuleben, mit denen du nie etwas wirst zu tun haben sonst. Ich habe einmal wochenweise mit dem Korporal Vogel müssen wohnen und kooperieren den ganzen Tag. Und das ist ein Käser aus dem Luzerner Hinterland. So jemanden würde ich nie kennenlernen. Und das hat mich immer total beeindruckt. Und ich finde es auch toll, dass ich mit dir reden darf. Zum organisierten Judentum gehöre ich nicht, weil es organisierte Judentum ist. Nicht, weil es organisierte Judentum ist, sondern weil es organisiert ist. Lass mich ein. Wie könnte ich mich organisieren? Wie könnte ich mich mehr organisieren? Ja, das, also klar, das organisierte Judentum per se, da ist man Mitglied natürlich in einer Gemeinde, egal was man dabei macht oder nicht. Ah, ja, okay, warum sollte ich? Da muss man sich natürlich auch wohlfühlen dabei natürlich. Das wäre natürlich super schön, wenn man dich da könnte als Gemeindemitglied gewinnen. Es gibt übrigens ganz viele Gemeindemitglieder, wo für die einfach, die sind Teil davon, aus Solidarität, aus Identität. Aber für die ist eben wichtig, Teil zu sein von diesem Verein. Also ich bin da genau wie das Gegenteil. Ich brauche die Struktur, ich brauche das Gefühl haben, ich gehöre dort irgendwie auch dazu über den Verein, über das. Das ist für mich immer extrem wichtig gewesen, weil ich wie das Gefühl habe, ich habe da noch mehr den Kreis von Leuten, wo mir irgendwie wichtig ist. Aber ja, also ich meine, be our guest, das ist, wir würden uns natürlich über so einen prominenten Ja, und welche Gemeinde würdest du jetzt sehen für mich? Ja, also ich glaube, jetzt im Rahmen vom SIG würde ich wahrscheinlich in der israelitischen Kultusgemeinde sehen. Dort wahrscheinlich auch deine Großeltern aufgewachsen sind. Also wäre dann back to the roots, oder? Ja, was soll ich sagen? Also zum ganz offen sein, ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann ständig müsste ich Gespräche führen über meine Arbeit als Schriftsteller. Und mit Gespräch meine ich Korrekturdiskussionen, was ich alles falsch geschrieben und gesagt habe, in Interview und so weiter. Das ist eine grosse Befürchtung von mir, dass ich dann nicht einfach könnte Gemeindemitglied sein, sondern dass man mich zu Korrigenda anhalten würde. Hast du die Angst völlig nehmen?
Du wirst dort für völlig anderes Zeug kritisiert als deine eigene Arbeit. Da bist du einfach in erster Linie super. Mitglied von dieser Gemeinde. Und wenn du irgendwie sonst irgendwie etwas Schräges schäbst, das ist perfekt. Da fühlt man sich super wohl, weil niemand interessiert dich dann gross, was dann, wenn du sonst machst. Nein, es ist wirklich, du bist dann, es ist lustig, wenn du dir die Gemeinschaft dann wirklich von innen anschaust. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt, muss ich sagen. Das ist ja der Grund, wieso ich... Du auch bei denen? Ja, ich bin geboren und aufgewachsen. Ich bin der Eize, meine Großeltern sind dort. Okay, ja, das ist also schon mal ein Pluspunkt. Also ich könnte dann mit dir an die Anlässe gehen. Ja, dann müsste ich ein bisschen mehr gehen, aber dann gächte ich wieder, ja. Gut, also eben. Und ich wäre dann dort als jüdischer Mitmensch und nicht als Autor, der alles falsch gemacht hat. Nein, also ich glaube, du wärst dann der jüdische Mitmensch. Nein, also das ist jeder, der Mitglied ist, ist in erster Linie Mitglied, weil er Mitglied sein kann, weil er es will. Und so wie du, es ist ein bisschen anders vielleicht wie im Tennisclub, wo du Mitglied bist und nachher gehst du, wenn du nicht Tennis spielst, ist es blöd, wenn du Mitglied bist. Du kannst ja Mitglied sein und machst nichts. Ja, also das wäre jetzt meine dritte Frage. Hat es etwas zu essen? Ja, es gibt, glaube ich, immer wieder etwas zu essen, ja. Und ein jüdischer Veganer hat dann auch noch etwas zu essen? Nehmen wir Rücksicht auf das. Gibt es eine vegane jüdische Gemeinde? Das wäre mein Ding. Es gibt keine vegane jüdische Gemeinde, aber ich habe jetzt auf Pesach gesehen, dass es in Amerika ein vegan-jüdisches Kochbuch jetzt publiziert worden ist, was ich sehr interessant gefunden habe. Wie heisst das? Irgendetwas zu... Vegan Jewish Cookbook. Irgendetwas Vegan Jewish, was auch immer. Also ich habe es gesehen, es klingt wirklich Spaß. Es hat sogar irgendeinen so Vegan Seder gegeben, wo man wirklich, weil Judentum ist natürlich für Veganer mit all diesen Symbolik immer ein bisschen schwieriger, mit Fleisch und Eier und who knows whatever. Aber es gibt den Jewish Vegan und es funktioniert offenbar hervorragend und es gibt Ersatz für alles und jedem und fände ich eigentlich noch spannend, ja, so Jewish Vegan. Also klar, in Amerika ist es wahrscheinlich verbreiteter, aber es gibt sicher auch in der Schweiz eine Community von jüdischen Veganern. Da kann ich dich vielleicht mit Leuten zusammenbringen, das ist ja sicher auch noch spannend. Kann man dann nicht eine eigene Gemeinde schnell gründen? Ist das aufwendig? Ja, das musst du einen Vereinsrechtler fragen, das wird wahrscheinlich ein bisschen komplizierter. Hat dann die Gemeinde einen eigenen Rabbi? Ja, die Gemeinde hat einen eigenen Rabbi. Okay. Also müssen wir jetzt einen veganen Rabbi haben? Ja, da kannst du ein Sensorat irgendwo schalten und dann findest du vielleicht... Es gibt sicher, garantiere dir, dass das gibt. Also es gibt wahrscheinlich... Ich hätte übrigens sehr gerne Rabbiner, ganz ehrlich. Ich wäre gerne einen modernen Rabbiner. Ehrlich? Ja, ich würde mich sehr sehen in dem... Also wir haben mit der Armee eine Vereinbarung gemacht. Es gibt jetzt jüdische Armeeseelsorger. Ja. Weniger. Weil du gesagt hast, Armee findest du so toll. Ja, ich finde es immer noch toll. Ehrlich, ich finde aber trotzdem, dass man keine neuen Kampfjets gebraucht hätte. Okay. Nein, aber was mich natürlich würde interessieren, wäre, in Deutschland, es gibt einen Antisemitismusbeauftragten vom Bund und die Länder haben auch je einen. Und das wäre eine Rolle, die ich gerne würde einnehmen in der Schweiz. Also jetzt Rabbiner oder Antisemitismusbeauftragter? Antisemitismusbeauftragter. Und nicht mehr Rabbiner? Den hast du jetzt... Nein, ich glaube, also was heisst, ich glaube, ich bin überzeugt, zum Rabbiner sein, muss man also deutlich jüdischer leben, als ich es tue, oder? Ich meine, nicht nur wegen sich selber, sondern auch zum die Autorität haben. Also, wer würde mich dann schon akzeptieren als Rabbiner? Dann noch als veganer Rabbiner? Ich finde ja nicht mal eine Gemeinde. Ich glaube, der jüdische Witz, wo glaube, eine Großmutter einer sagt, du, ich gehe zu der Großmutter und sagt, die hat einen riesen Topf mit Essen, mit Fleisch gemacht und dann sagt, glaube, der Veganer, du, ich kann das nicht essen, ich bin Veganer und dann sagt sie, kein Problem, ich habe Lamm gemacht. Ich habe den gehört mit Huhn. Mit dem Huhn, ich habe es mit dem Lamm gehört, ja. Es ist doch kein Fleisch, es ist ja Poulet. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, aber du, ich finde es spannend, dass du sagst, du möchtest den Antisemitismusbeauftragten werden. Aber eine Legitimation hast du ja schon, das Buch, das du geschrieben hast. Ich habe da nochmal in die Kamera. Wenn du sagst von dir in dem Buch, du hast, glaube 700 antisemitische Vorfälle in deinem Leben erlebt. Ich habe wesentlich weniger, viel, viel weniger Vorfälle erlebt. Ich würde sagen, ich kann mich nicht mehr so erinnern. Vielleicht also, ein paar krasse. Das ist eine Buchrechnung, gell? Ich habe kein Buch geführt. Ja, was habe ich dann falsch gemacht?
hast dich wahrscheinlich mehr unter Juden bewegt. Mhm. Dann hast du keine Bücher geschrieben. Mhm. Ich weiß nicht, wo du geschafft hast, ob es dort weniger Goyim gehabt hat. Ich weiß nicht, was du für Freunde hast. Ja, nein, es war eine Hochrechnung für mich. Ich fand, wie oft, also im erinnerten Leben, also so seit 6, 7, wie oft habe ich Scheiße gehört. Antisemitische Scheiße. Was übrigens ein Pleonasmus ist. Also nicht jede Scheiße ist antisemitisch, aber jeder Antisemitismus ist beschissen. Und habe dann gedacht, ja, ist das jede Woche? Nein. Ist es jeden Monat? Ja, schon. Einmal, zweimal, dreimal. Ich dachte, ja, ich glaube, alle 3 Wochen kommt jemand hin. Und das aufgerechnet gibt es ein bisschen mehr als 700. Und natürlich, da ist mir Corona sehr entgegengekommen. Also, man trifft niemanden mehr, man ist nicht mehr in einem Restaurant. Mit jemandem oder am Nebentisch. Das hat mich extrem entspannt, muss ich leider sagen. Das ist, die Pandemie ist diesbezüglich für mich subjektiv ein totaler Segen. Ich habe weniger antisemitische Aussagen gehört. Ja, also du hast es vorher auf mich bezogen. Klar, ich lebe in meiner Bubble, habe immer in meiner Bubble gelebt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso deine Mutter, wie du gesagt hast, in eine Altersbubble, nachher jüdische Altersbubble will ziehen. Klar, wenn man in so einer Bubble lebt, erlebt man weniger. Das ist klar. Und ich muss sagen, das hat mich ja auch, da man ihr auch dein Buch vielleicht zweimal lesen müssen, weil ich dachte, nein, ist das wirklich krass? Ich meine, wenn ich jetzt nicht in meiner Bubble würde leben, und du bist ja nicht erkennbar jüdisch-orthodox, oder und trotzdem erlebst du das, klar, man kennt dich über deine Bücher. Ich muss sagen, es hat mich recht krass gefunden. Ich meine, wir geben immer unseren Antisemitismusbericht aus, und wir wissen ja, was läuft, was passiert, was die gravierenden Fälle sind, aber dass man eben auch als nicht erkennbare jüdische Person, wenn man eben nicht im Bubble lebt, eben genauso exponiert ist, das finde ich eben, ist etwas, wo mir jetzt recht eingefahren ist, um das mal so können sagen. Ja, ich weiß nicht, was ich soll sagen. Es ist halt so, wie es war. Mhm. Oder? Aber es gibt natürlich einen Unterschied. Ich habe ja auch in euren Bericht hineingeschaut, und das sind ja für mich offenkundig aggressive Vorfälle, oder? Also das Mädchen, das da von der Schulkollegin gehört, mein Vater findet Adolf Hitler super, und ich finde den auch super, weil der hat euch umgebracht. Das ist ja wirklich eindeutig aggressiv und feindselig. Und das ist ja, das habe ich so nicht erlebt. Also weder physisch noch sonst. Was ich aber erlebt habe, sind halt eben all die Ideen, die man über die Juden hat. Du hast eine grosse Nase, was ich nicht habe, aber also offenbar habe ich eine jüdische Nase, darum ja der Buchtitel. Ach, das, ja. Ja, ihr könnt gut mit Geld umgehen, oder eben, ihr seid all gut, überall gut drinnen im Geschäft, einfach auch das eigentlich, oder? Also das sind Glaubenssätze, die wirklich fest verankert sind. Das habe ich natürlich häufig erlebt. Und dann, in der Folge, wenn ich dann wieder spreche, habe ich erlebt, dass man die Berichtigung nicht akzeptiert. Und für mich setzt die Feindseligkeit dann erst verzögert ein, oder? Weil wenn jemand sagt, ja, die Juden sind alle geschäftstüchtig, das hat ja irgendwo auch noch etwas Anerkennendes. Und das ist einfach etwas, was man mal gehört hat. Ich behaupte, ganz früh in der Kindheit von den Eltern, und seither glaubt man das, weil man es halt nie hinterfragt hat, oder? Und wir alle haben ja Bilder und Stereotypen und Vereinfacher und so weiter. Also das ist, glaube ich, einfach mal menschlich. Das Problem fängt aber dort an, wenn mich jemand konfrontiert mit dem Seich, was auch immer lustig ist, ist immer ungefragt, oder? Ich habe ja nicht gesagt, hey, erklär mir mal die Juden. Also ich möchte eigentlich gar nicht darüber reden. Das wird einem ja immer aufgezwungen, das Gespräch. Aber okay. Und dann höre ich Zeug, die einfach nicht stimmt. Und sage dann das. Sag, guck, das ist falsch, weil A, B, C. Und dann ist ja den Menschen sehr unangenehm, oder? Dass sie ein Seich erzählt haben. Und dann reagiert so, wie halt Menschen reagieren, wenn sie merken, dass sie einen Fehler gemacht haben, nämlich sie kehren alles um und werden ausfällig und defensiv. Oder? Und das ist das, dort
ist dann der Antisemitismus für mich. Moll, ihr seid so. Moll, und dass du jetzt so reagierst, zeigt ja, wie empfindlich ihr seid. Und ihr seid einfach humorlos. Und das weiss man über euch. Oder eben, ja, also wenn du jetzt so aggressiv tust, dann musst du dich nicht wundern über den Antisemitismus. Das habe ich auch mehr als einmal gehört. Oder? Also, nochmal, jemand erzählt einen Mist, ich sage, es ist ein Mist, dann sind sie beleidigt. Und du sagst ja auch, eigentlich, du sagst ja auch teils, glaube ich, der Nährboden ist schon vergiftet, das wird weitergehen von Eltern, von Lehrpersonen. Wenn der Nährboden so vergiftet ist, kann man eigentlich etwas dagegen machen? Kann man irgendwie Vermittlung mit Prävention etwas dagegen machen? Ich meine, ich frage dich, weil eben mir, es ist mir etwas, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, die Vermittlung. Wir haben auch so ein Projekt, die gerade, wo Schule geht, auf Augenhöhe mit Leuten, versucht zu vermitteln. In dem Sinn, nützt das etwas überhaupt in deinen Augen? Also kann man etwas machen, dass eben der vergiftete Nährboden doch irgendwie kann entgegengewirkt werden? Das hast du nicht ganz so wiedergegeben, wie ich es geschrieben habe. Also ich habe von einem vergifteten Boden geredet. Mhm. Und damit meine ich den Boden, den mentalen Boden. Also nicht den Nährboden, auf dem etwas wächst, etwas Schlechtes, sondern der Boden, in dem man selber gewachsen ist oder in dem man aufgewachsen ist. Also eben, der Vater, die Mutter, der Grossvater, ein Onkel sagt etwas über die Juden, was meistens heisst gegen die Juden. Und dann nimmt man das als Kindgeist, nimmt man das ja entgegen, weil als Kind gibt es ja eine Idee, auf die du nie kämpfst. Nämlich, dass die Leute da, die Riesen um dich herum, dass die lügen, dass sie ein Seich erzählen, dass sie irren oder dass sie schlechte Motive haben oder persönliche Probleme. Du gehst nicht von dem aus, du kommst gar nicht auf die Idee, wie auch. Oder? Du bist ja überzeugt, die meinen es gut mit mir, die sind immer ehrlich, die wissen alles. Das ist, was du meinst, was du glaubst als Kind. Oder? Das sind deine Helden. Und wenn dein Held sagt, die Juden sind all reich, dann heisst das für dich, das ist eine Wahrheit. Weil das ist eine Person, eine Autoritätsperson, die Autoritätsperson in deinem Leben, die dir das vermittelt hat. Wieso sollst du das anzweifeln? Wieso sollst du auf die Idee kommen, dass man dir jetzt gerade einen bösartigen Scheiß vermittelt hat? Das ist eine Idee, die du nicht hast. Sondern im Gegenteil, du glaubst ja, die meinen es gut mit mir, die wissen alles. Alles, was sie sagen, ist wahr und richtig und gescheit. Merkt ihr erst später, dass es überhaupt nicht so ist. Aber dort in der kritischen Phase, nämlich wo du offen bist für alles, dort wird das halt deponiert. Oder? Und das meine ich mit dem Boden, das ist ein Gift, das in den Boden hineingeht, ganz früh. Und wenn du dann später, viel später mit Bildung kommst, hey, schau, was die Nazis angerichtet haben, hey, schau, was Vorurteile anrichtet, das dem wird zwar zugestimmt, oder? Es gibt ja dann sehr wenig Nazi-Fans. Die meisten, fast alle, sind ja auch entsetzt, finden, das ist schrecklich gewesen, Holocaust böse. Aber das erreicht das gar nicht mehr, oder? Also wenn das in der Kindheit gehört, dann ist irgendwo da unten im Geist und alles, was nachher an Bildung draufgelegt wird, ist irgendwo da oben und die Distanz ist in meinen Augen einfach zu gross. Oder du kommst nicht mehr an das an. Das sieht man ja daran, dass eben, wenn du jetzt rausgehen würdest, 100 Leute, und würdest sagen, finden sie den Holocaust super? Ich glaube, du hättest 99 Nein. Und wenn du weitere 100 würdest nehmen und würdest sagen, glauben sie, dass die Juden zu viel Macht haben in der Finanzwelt, dann wirst du nicht 99 Nein überkommen. Du wirst vielleicht auch nicht 99 Ja überkommen, aber du wirst erschreckend viele Ja überkommen. Und das existiert paradoxerweise parallel beieinander. Oder? Holocaust schlecht, Diskriminierung schlecht, Verfolgung böse, die meisten sind sich einig. Und gleichzeitig aber all die Ideen, oder? Die Juden haben halb Hollywood und so weiter. Und wenn du mich fragst, ja, bringt das überhaupt etwas, dass wir in die Schule gehen? In meinen Augen so nicht. Oder? Weil das bringt so viel, wie wenn du auf eine Zigarettenpackung schreibst, Rauchen kann Krebs verursachen. Das ist etwas, was alle wissen. Das ist nicht neu. Und
Was aber neu wäre, und darum ja das Ding mit den Fragen, ist ja, warum rauchst denn du überhaupt? Oder halt eben, okay, es gibt da die Vorurteile über Juden. Lass uns darüber reden, woher du das weißt. Oder ich war an Schulen, vor anderthalb Jahren, Zürcher Berufs- und Mittelschule, 20 Schulen sind es, oder 18. Und ich habe das Spiel gespielt. Man hat mich eingeladen zu einer Lesung, aber ich mache da immer so Begegnungen daraus, erzähle, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, warum ich da meinen Traum verfolgt habe und mein Studium abgebrochen. Das ist für die, wo ja vor diesen Entscheidungen stehen, ist das interessant. Und dann habe ich am Schluss gesagt, so, jetzt machen wir noch ein Spiel miteinander. Ihr sagt mir, was ihr über die Juden wisst. Und sagt alles, was euch in den Sinn kommt. Es ist ein Spiel, ich werde nicht verrückt. Wenn es ein Zeichen ist, werde ich es sagen, aber sagt alles. Und dann haben sie zuerst so ein bisschen zurückhaltend gesehen, von was will er jetzt? Ich fand das, raus mit, was auch immer ihr schon, ihr wisst über die Juden, oder? Oder glauben zu wissen. Und dann sind auch begründete Sachen gekommen, wie zum Beispiel, Jüdinnen haben alle Perücken. Und halt auch der restliche Kabis. Und anstatt zu sagen, nein, das ist alles falsch, ich sage euch, es richtig ist, habe ich gefragt, okay, und jetzt sagen wir bitte, woher ihr das wisst. Weil irgendwo erinnert das ja. Nicht von mir, steht auch nicht im Lexikon, Wikipedia auch nicht, also woher erinnert das, oder? Oder wieder, ja, weißt du, so murmeln, oder? Und dann haben sie dann aber gesagt, ja, das hat mein Vater gesagt, das hat mein Großvater gesagt, das hat mein Onkel gesagt, das hat mein, ich weiß nicht, wie der Boss in der Stifti heisst. Ja. Der die Lehrling betreut. Einfach Autoritätspersonen haben Sachen über die Juden gesagt, man nimmt sie entgegen, weil es eine Autoritätsperson ist, in einer Phase, wo man Autoritätspersonen hat. Und dann wird es verankert, ganz tief. Oder? Und wenn du dort hin willst kommen, und etwas willst du verändern, dann funktioniert das nicht, indem du gegenteilige Info deponierst, weil die ist meistens bekannt, sondern indem du fragst, ja, warum denn eigentlich? Also einem Raucher nicht sagen, sie müssen aufhören, weil schlechter Atem, schlechter Sex, geringere Lebenserwartung, schwere Krankheiten, teuer und sie stinken, habe ich schon gesagt. Sondern du musst fragen, warum rauchen sie? Dann wird man dir etwas erzählen, ja, Genuss, und dann musst du sagen, aber warum machen sie das wirklich? Warum rauchen sie? Warum nehmen sie die Zigarette in die Hand? Die letzte Zigarette, warum haben sie die geraucht? Und erst dann setzt das ein, was wirklich nötig ist, nämlich ein Bewusstmachungsprozess. Du musst wieder an die tiefe Erdschicht führen kann. Und das kannst du nur, indem du wirklich fragst, woher weißt du das, warum machst du das? Also besteht deiner Meinung nach irgendwo Hoffnung? Das finde ich eigentlich schön und das wäre eigentlich, dass Hoffnung besteht, wäre eigentlich auch ein schönes Schlusswort. Wir haben natürlich schon ewig miteinander geschwätzt. So schade. Wir könnten jetzt noch ewig reden, aber ich glaube, der, der es jetzt bis jetzt ausgehalten hat, der verdient eine Medaille und das sind wahrscheinlich nur unsere Mütter, die jetzt noch zuhören. Hallo Mama! Dass sie so lange durchgekommen haben. Also wirklich vielen Dank. Es war ausgezeichnet spannend. Ich habe das auch sehr angenehm gefunden. Sehr spannend mit dir. Und ich danke dir und denen, die es ausgehalten hat und unseren Müttern alles Gute. Aber ich muss doch noch die Frage beantworten. Welche Frage? Ob Hoffnung ist. Aha, ja, dann beantworte die. Es ist tatsächlich ein guter Schlusspunkt, aber ich möchte ihn gerne machen. Ja, es ist Hoffnung. Ich bin überzeugt, dass Hoffnung ist. Wir haben auch verstanden, dass Kinderarbeit falsch ist und Armut blöd. Wir haben die Armut weltweit können von 40% extreme Armut in den 80er Jahren auf 9% senken. Und es gibt noch ganz viele andere sehr positive Nachrichten, auch wenn man glaubt, dass alles demnächst explodiert. Und ich bin überzeugt, dass wir das Thema Rassismus, Diskriminierung, Rassismus, der Themenkreis, den können wir überwinden. Ich bin überzeugt, aber es braucht wirklich Bewusstsein. Es braucht Bewusstsein bei sich selber. Warum glaube ich das, was ich glaube?
Also generell, jetzt nicht nur mit anderen Menschen, sondern warum zum Beispiel bin ich überzeugt, dass man in einer Beziehung immer streitet? Wieso glaube ich das? Oder ich mache viel Beratungsgespräche zum Thema Trennungen und was mir immer wieder begegnet, ist, dass Frauen sich und ihre Bedürfnisse zugunsten vom Mann total zurücknehmen. Frauen in meinem Alter. Und ich frage, warum glaubst du, das müssen sie machen? Und dann, ja, meine Mutter hat das so gemacht. Also wir müssen bewusst werden, wieso glaube ich das? Wieso sehe ich das so? Wieso habe ich das Bild von den Juden, obwohl ich das erste Mal jetzt gerade mit einem rede? Wieso? Also das ist ja, dort müsste man es ja schon merken, oder ich kenne keinen, aber du so, als wüsste ich alles über alle. Das ist der eine Punkt bei sich selber. Und der zweite, wo wirklich, wirklich so wichtig ist, ich glaube, wir unterschätzen total, was wir mit unseren Kindern anrichten, mit unserem Verhalten und unseren Worten. Oder? Wir müssen wahnsinnig aufpassen, was wir unseren Kindern sagen, über uns, über sie und über alle anderen Menschen. Also wenn du einem Kind sagst, ach, du bist einfach zu dumm, es ist absolut verheerend. Also wenn Leute Probleme haben mit sich und sich nicht zutrauen oder was auch immer und du nachfragst, woher kommt das, es lässt sich fast immer auf einen fatalen Satz von einem älteren Teil zurückverfolgen. Oder natürlich eben auf schlechtes Verhalten über Jahre hinweg. Aber eben, sag deinem Kind, die Juden sind allgeizig und es ist gelaufen. 80 Jahre lang wird das geglaubt und weiterverzählt. Und das ist dann wirklich viral, oder? In 80 Jahren kann ich ganz viele Leute davon überzeugen, dass die Juden geizig sind. Und wenn der und der und der und der das auch sagen, ist es eine Wahrheit, obwohl es keine ist. Aber ja, ich bin überzeugt, es ist Hoffnung. Hoffnung durch Bewusstsein. Super, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Nach dem Schlusswort, ein Epilog, nachdem wir uns schon verabschiedet haben, sind wir noch nicht gegangen. Also wir müssen uns wieder verabschieden. Vielen Dank, Thomas Meyer. Super spannend. Ja, Leute. Man kann in dem Buch noch viel mehr nachlesen, wenn man sich mal interessiert. Ich bin auch offen für ein Follow-up und weitere Aktionen und Aufgaben. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn jetzt die jüdisch-vegan-Gemeinde Zürich würde den Arm ausstrecken und mich zum Essen einladen. Das werden wir aufnehmen müssen. Das ist ein super Schlusswort. Dann wünsche ich dir alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch.